Moinsen, ihr Füchse und Füchsinnen da draußen. Ich bin euer Blaufuchs und ich begrüße euch entweder recht herzlich zurück oder ganz frisch neu hier im Fuchsbau. Und um genau zu sein, in der Simulationsecke. Es ist mal wieder soweit. Der ein oder andere, der mich schon länger verfolgt, weiß, dass wir zuletzt mit dem Foodtruck unseres Papas durch die Gegend gefahren sind, haben ein paar Burger und fettige Pommes an die Leute vertickt, Pizza gebacken. War ich ein ganz netter Job, hat auch allen nicht wirklich viel Spaß gemacht, aber ich habe ja dann irgendwann gegen Ende meiner Laufbahn mit dem Foodtruck einen Anruf von einem alten Kumpel von mir bekommen, der meinte, ob ich nicht Bock habe, in sein Familienbusiness hier mit einzusteigen. Er hat sich nämlich seinen Traum verwirklicht und das ist so gewachsen, dass er inzwischen wirklich Unterstützung braucht. Also habe ich kurzerhand den Foodtruck wieder verkauft und mit dem Eigenkapital, was wir davon jetzt gewonnen haben, werden wir die Zeit überbrücken, bis wir hier unser eigenes Business gestartet haben. Denn jetzt kann ich es ja sagen, was mein Kumpel macht. Er braut Bier. Er braut Bier. Er hat seine eigene kleine Brauerei gestartet und hat nicht gefragt, ob ich Bock habe, da mitzumachen. Hat mich jetzt erstmal mit einer kleinen Mini-Brauerei sozusagen versorgt, wo wir jetzt die Basics lernen können. Und wir werden uns jetzt aufmachen, zum größten Bierbraumeister der Welt zu werden. Hier im Brewmaster Beer Brewing Simulator. Ja? Ich würde sagen, wir schnacken auch gar nicht so viel. Holt euch ein Bierchen. Ich habe hier schon eins parat. Ich muss auch eben noch einmal gerade entspannt öffnen. Warten Sie kurz. Wunderbar. Und dann würde ich sagen, Prösterchen. Ne, weil Bier brauen ohne auch mal von dem köstlichen Gerstensaft zu kosten, das geht natürlich nicht. Also Prost, meine Lieben. Grafik habe ich wie immer auf Volldampf gestellt. Ihr seht, wir sind hier auch schon im Wohnzimmer meines Kumpels, der uns hier diese wunderbare Bude erstmal überlassen hat. Und ich würde sagen, wir starten einfach mal in ein neues Spiel. Meisterbrauer-Modus. In diesem Modus lernst du das Brauen, erledigst Jobs und nimmst an Wettbewerben teil. Deine Fortschritte führen dich durch eine Geschichte, die dich zu einem echten Braumeister macht. Empfohlen für neue Spieler. Ja, du, ich fühle mich ziemlich neu, deswegen fangen wir doch damit mal an, würde ich sagen. Okay, willkommen! Du bist dabei, deine ersten Schritte in der Welt des Heimbrauens zu machen. Einer Welt voller Kreativität, Entdeckungen und vor allem exzellenter Biere. Brauen ist eine Kunst mit endlosen Möglichkeiten. Es kann ein Leben lang dauern, es wahrlich zu beherrschen. Und doch ist es im Grunde wunderbar einfach. Absolut jeder kann ein paar Zutaten in Braukessel werfen und ein schmackhaftes, durstlöschendes Bier brauen, das er mit Freunden und Familie teilen kann. Hashtag Realtalk, meine bessere Hälfte hat mir tatsächlich mal ein Bierbrauset zum Geburtstag geschenkt und ich habe schon mehrmals erfolgreich Bier gebraut, das auch echt lecker war. Teilweise, ich hatte so ein, da war so ein Alkoholmesser dabei, den du dann da so drin schwimmen lässt und dann sagt er dir, wie viel Alkoholgehalt dein Bier hat und je weiter der oben schwimmt, desto weniger Alkohol ist drin und das erste Bier, was ich gebraut habe, das war mein allererster Versuch, habe ich dann diesen Alkoholmesser da reingetan und dann sank er einfach hinab bis auf den Grund. Ich sag mal so, es war ein sehr leckeres Bier, es war aber auch sehr, sehr stark. Aber gut, machen wir mal weiter. Genau das solltest du also zuerst tun, ab ans Brauen. Braue ein Bier nach dem Extraktbrauverfahren. Ja, John? Man ran. Also, Storyziele. Braue ein Bier nach dem Extraktbrauverfahren. Tutorialziele. Brautopf klein aus dem Ausrüstungsregal herausnehmen. Mit WASD laufen wir uns, mit der Maus können wir uns umsehen. Und dann mit Tau. Ja, läuft soweit gut. Das Game läuft in der Unreal Engine. Gleich mal vorweg gesagt, das ist mal ein Simulator, der nicht in Unity gemacht ist, sondern in der Unreal Engine. Und ich muss sagen, so jetzt vom Ersteindruck alleine optisch sieht es ganz schön aus und es läuft flüssig. Es läuft sehr, sehr flüssig. Ich bin schwerst begeistert. Ja gut, dann gehen wir mal zum Ausrüstungsregal. Öffnen das mal. Auf dem Lagerbildschirm kannst du Ausrüstung oder Zutaten finden, die du besitzt. Welche Gegenstände angezeigt werden, hängt davon ab, welchen Bereich des Lagers du geöffnet hast. Das Ausrüstungsregal enthält zum Beispiel Werkzeuge und Behälter. Um einen Gegenstand herauszunehmen, wähle das Symbol des Gegenstandes aus und drücke die Herausnehmen-Taste. Der Gegenstand wird nun in deinem Inventar hinzugefügt, das du bei dir führst. Dann klicken wir mal drauf und holen uns diesen wunderbar kleinen Brautopf mit einer Kapazität von 25 Litern. Hat keinen Hahn, hitzetolerant ist er, Isolierung so mittel, ne? Den holen wir mal eben heraus. Sehr schön. Und dann können wir das Menü auch schon wieder verlassen. So, da ist er. Alter, es sieht ja echt gut aus. Fülle den Brautopf klein mit 21 Litern Wasser. So, Gegenstand platzieren und den Hahn... Aber da erstmal öffnen, oder? Ne, einfach so. Ne, so geht das nicht. Ich glaube, wir müssen den Deckel abmachen. Ach da, V, Deckel abnehmen. Ergibt irgendwie Sinn.
Du, ich habe das mal versucht. Ne? Habe ich erzählt, dass ich Meister des Brau... Ich will ja der Meister werden. Ne? Ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Ne? So, 21 Liter. Kann man dann sehen, wie viel das ist? Okay. Temperatur. Guck mal, sogar die Temperatur des Wassers wird angezeigt. Oh, okay, es ist sehr nah. Weil Temperatur spielt beim Brauen wirklich eine sehr große Rolle. Damit habe ich es einmal geschafft, mir das Brauen halt zu verkacken. Indem ich die Temperatur beim Gären nicht halten konnte. Es wurde, glaube ich, zu warm oder zu kalt, wer weiß. Röntgenmodus. Ach, hier, guck mal. Okay. Verrückt. Also, ohne Spaß. Da geht noch ein bisschen was. Okay, der Wassersound ist weg. Kann man den noch mehr aufdrehen? Warte, ich mach mal wieder zu. Okay, es geht weiter. 21 Liter, ja, dauert ein bisschen, ne? Da muss man sich dann auch ein bisschen entspannen. Genug Zeit, noch einen Schluck Bierchen zu nehmen, würde ich sagen, oder? Wo ist er denn? Ach, man muss sich ja inspirieren lassen, ne? Ich habe hier gerade ein Bier von der Konkurrenz am Stehen. So ein leckeres Pülliken. Zum Hause Veltins, nicht wahr? Das war schon mal nicht schlecht. Wenn wir da rankommen in diese Richtung, dann wäre ich ja ganz zufrieden. Alter, also wir brauchen auf jeden Fall bald einen besseren Wasserhahn. Ne? Also überleg mal, wir sind jetzt erst bei 7 Liter. Wir müssen das Ding mit 21 Litern füllen. Das ist sehr viel Realismus. Da wird sogar das Wasser simuliert. Aber guck mal, es sieht echt gut aus, ne? Geht da gut rein. So, dann befüll dich mal. Ja. Aber da mache ich mir keine Sorgen, dass man... Also gut, wir verpassen höchstens vor lauter Warten dann die 21 Liter Grenze. Aber das wird schon gehen. Was passiert bei Drehen? Ach, man kann den Topf drehen. Alter, man kann den drehen. Warum auch immer man das kann. Vielleicht ist es nachher wichtig, dass man beim Zutaten eingießen irgendwie Dinger dreht. Also, ist schon crazy. So, ich glaube, was ich aber... Na, wobei, Musik ist, glaube ich, okay, ne? Vielleicht ein bisschen zu leise. Soll ich sie noch ein bisschen lauter machen? Wartet mal. Stationen, Audio, Musik. Ich mache die mal auf 8,5, oder? Ein bisschen was hört. So. Ich drehe immer gerne ein bisschen weiter runter, die Mucke, aber die ist generell nicht so laut. So, das ganze Game ist generell nicht so laut. Ich mache mal für mich auch ein bisschen lauter. Jo, also, ne? Mit Hilfe der URT kannst du die Zeit beschleunigen. Ah! Sag das doch. Und jetzt kann ich drehen. Ah, praktisch. So, noch ein bisschen. Bisschen noch. Wir müssen rechtzeitig ausschalten. Haar zumachen. Ah, ist ein bisschen drüber, ne? Erhitze den Brautopf klein auf dem Kochfeld. Okay. Erstmal wieder hochheben den Apparat. So. Wir sind auch wirklich in so einer Heimatküche, ne? Wir sind jetzt hier nicht irgendwie in so einer dicken Brauerei oder so. Wir üben jetzt erstmal zu Hause. Das ist meine Bude halt hier, ne? Ich bin jetzt zu Hause. Ich übe dann für die Brauerei meines Kumpels, damit ich dann... Naja, er hat mir gesagt, was ich machen soll. Erstmal so ein Tutorial-Kit mitgegeben zum Üben. Und wenn das läuft, dann reisen wir dahin, ne? So. Okay. Erhitze den Brautopf klein auf dem Kochfeld. Du machst mal einen Ahnenapparat, ne? So. Eine Dose Malzextrakt aus dem Kombi-Kühlschrank herausnehmen. So, einige Zutaten müssen kühl gelagert werden, um ihre Frische zu erhalten. Diese befinden sich im Kombi-Kühlschrank, während alle anderen Zutaten im Zutatenregal aufbewahrt werden. Malzextrakte sind sirupartige Flüssigkeiten mit vergärbarem Zuckern, die von der Hefe während der Gärung in Alkohol umgewandelt werden. Außerdem verleihen sie dem Bier einen besonderen Geschmack. Dann, was haben wir denn da? Heller Malzextrakt oder Amber? Wir machen erstmal ein helles Bier, würde ich sagen. Erstmal ein helles. Leicht und frisch mit milder, malziger Süße. Hervorragend geeignet für helle Biere und Rezepturen, bei denen andere Geschmacksrichtungen im Vordergrund stehen sollen. So, nehmen wir mal, ne? Ich würde sagen, wir nehmen einmal eins heraus, ne? Ach, 2 Kilo hatte ich rausnehmen sollen. Ja, schade. Zwei Kilo, jo. So. Das fügen wir hinzu. Ich muss gestehen, also das Bier, was ich gebraut habe, das war auch mit einem Malzextrakt, ne? Also es gibt da verschiedene Möglichkeiten, wie man Bier brauen kann. Für Einsteiger fängst du in der Regel mit so einer fertigen Mischung. Also man muss sagen, Malzextrakt ist im Grunde, das ist quasi fertige Biermischung aus der Dose, ne? Wenn man es natürlich original macht, holst du dir Hopfen und Co. und dann
meischst du das selber, indem du da drauf drischst und so eine Maische erzeugst, die du dann aufkochst und so weiter. Also das ist, wenn man es richtig puristisch selber machen will, ne? Da brauchst du aber ein bisschen mehr. Also meistens diese Home-Brau-Kits, wenn man erstmal ganz entspannt anfängt, arbeitest du mit solchen Fertig-Extrakten, die du dann natürlich trotzdem, du kannst es immer noch natürlich durch Temperatur und was du hinzugibst und so, kannst du das schon noch ein bisschen variieren, aber ist natürlich jetzt nicht ganz so die Kunst, ne? Das ist im Grunde Bierbrauen für so Einsteigen, sag ich mal, ne? Ich fülle das jetzt mal rein. So. Und wie geht das? Achso, einfach schütten. Oh Gott, ich hoffe, ich schütte es auch rein. Schön rein. Wunderbar. So. Ein Beutel Getreide zum Weichen aus dem Zutatenregal herausnehmen. Wo gibt's hier einen Mülleimer oder sowas? Ja. Wunderbar. Das kann auch erstmal Müll, das brauche ich nicht. Ich habe mir zu viel genommen. So, ein Beutel Getreide zum Weichen aus dem Zutatenregal herausnehmen. Guck mal, da geht's los. Zutatenregal öffnen. Getreide zum Weichen wird in Netzbeuteln aufbewahrt, welche beim Brauen leicht hinzugefügt und entfernt werden können. Es wird beim Extraktbrauen verwendet, um dem Bier Geschmack, Körper und Farbe zu verleihen. Sowas hatte ich zum Beispiel nicht. Bei mir war das komplett einfach alles in diesem... In dieser Dose drinne. Ne? So, Vienna Kristall kann geweicht werden und Ultra Pale Kristall. Dann nehmen wir Vienna Kristall, komm. 500 Gramm sollen wir rausnehmen. So, durch das Ziehenlassen beim Kochen werden süße Karamell- und Toffee-Aromen hinzugefügt mit subtilen Noten von dunklen Früchten im Hintergrund. Na dann mal raus damit. 500 Gramm. Her damit. Zack. Okay. So. Das Getreide zum Weichen an Brautopf klein klemmen. Dann klemmen wir das da mal ran. Ups. Mit E macht man das. Okay, dann haben wir das angeklemmt. So. Würze im Brautopf klein kochen. Erhitze den Brautopf weiter, bis die Würze kocht bei etwa 100 Grad. Okay, dann müssen wir wieder Zeit vergehen lassen. Tee. So, ich erhöhe mal ein bisschen. Hundertfache Zeitgeschwindigkeit hier, Alter. Doch, geht die Zeit aber flöten durch. Ich sag dir, Braun, das braucht halt Zeit, ne? Ein bisschen noch. Wir sind gleich bei 100 Grad. Das ist hier echt eine Wissenschaft für sich, ne? So, warte, ich gehe mal wieder zurück auf 1. Kann ich mit 0 die Zeit anhalten? Ja, wir können sogar die Zeit komplett anhalten. Das finde ich ganz nett eigentlich. Na komm, ein bisschen noch. Das dauert wirklich lange. Also das willst du nicht bei normaler Zeitbeschleunigung machen. Na komm. Düt. So, 100 Grad erreicht. So, ein Beutel Bitterhopfen und ein Beutel britischer Hopfen herausnehmen. Alter, guck mal, wie das aussieht. Ich will ja nichts sagen, aber optisch sieht das mal echt geil. Wo soll ich das rausnehmen? Warte. Hier. Achso, aus dem Kombikühlschrank. Wieso geht das nicht? Achso, weil ich noch in diesem Zeitmenü bin. Wie komme ich da wieder raus? T. Okay. Also, Tutorial. Die beiden Hauptzwecke des Hopfens bestehen darin, dem Bier Geschmack und Bitterkeit zu verleihen. Der Grad der Bitterkeit wird durch den Alphasäuregehalt ASG bestimmt. Je höher der ASG-Wert, desto mehr Bitterkeit fügt der Hopfen hinzu. Je länger der Hopfen gekocht wird, desto mehr Bitterkeit und Aromen fügt er hinzu. Bei längerem Kochen verlieren sich die Aromen jedoch, während die Bitterkeit weiter zunimmt. Aus diesem Grund gibt es den Bitterhopfen. Er dient hauptsächlich der Bitterung und wird länger gekocht, während Aroma-Hopfensorten gegen Ende des Kochvorgangs zugegeben werden. 20 Gramm eines beliebigen Bitterhopfens und 50 Gramm eines beliebigen
britischer Hopfen herausnehmen. Okay. Bitterhopfen, da haben wir entweder den hier, gezüchtet, um krankheitsresistent langfähig zu sein, Vereinigte Staaten, oder aus Deutschland. Ja, dann nehmen wir doch den hier. Der ist ein bisschen frisch, sauber, ein bisschen Pfeffer und Kräuternoten drin. Nehmen wir den. Also vom Bitterhopfen 20 Gramm. Raus damit. Und vom britischen Hopfen einmal 50 Gramm. Dann haben wir den hier, Kiefer und Beeren aus dem Vereinigten Königreich. Gras, holzig, ein bisschen erdig, Minze, blumig. Nehmen wir doch hier den Ruggle. Der Ruggle, der klingt für mich gut. Da nehmen wir 50 Gramm von. So, wunderbar. Und fertig. So, den Beutel Bitterhopfen zur kochenden Würze hinzugeben. Eins ist der Bitterhopfen, oder? Ich hoffe doch. Ich muss es mal nachgucken. Okay, ich kann nicht mehr ins Inventar. Wie komme ich ins Inventar? E, Tab? Ich weiß es nicht. Einfach machen. So, ranhängen. Die Würze 50 Minuten lang weiterkochen, dann britischen Hopfen hinzugeben. Okay. Da gehen wir mal auf Tee. Jetzt ist natürlich so eine Uhrzeit wäre schon spannend jetzt, ne? 50 Minuten. Na? Müssten die 50 Minuten nicht schon durch sein? Die sind doch schon durch, oder nicht? Ich glaube, ich bin ein bisschen drüber. Hubala! So, 10 Minuten weiterkochen lassen. Oh ja. Ist ein bisschen drüber gewesen. So, wir sind jetzt bei 21, dann sind wir bei 31 gleich. Oh! Okay. Dann alle Beutel herausnehmen und das Kochfeld ausschalten. Okay, also entfernen, entfernen, entfernen und Kochfeld ausschalten. Warten, bis der Brautopf klein eine Temperatur von 21 Grad oder niedriger hat. Kann ich die Dinger jetzt wegschmeißen oder was ist damit? Kann man die noch aufheben? Ich glaube, ich schmeiß die mal weg, oder? Hoffentlich brauchen wir die nicht mehr. So, der Topf ist aktuell bei einer Temperatur von 99 Grad, da müssen wir jetzt ein bisschen Zeit rumbringen, bis wir hier auf die 21 Grad kommen. Also, los geht's. 21 Grad, Alter, aber in echt würdest du jetzt halt nicht die ganze Zeit vor deinem Topf stehen, ne? Ach, guck mal, die Mucke. Daddel, daddel, der. Für Elise oder was? Geht halt immer, ne? Royalty-Free-Mucke und dann läuft die Kiste. Wie viele Simulatoren haben wir schon für Elise gehört? Na komm, ein bisschen noch. Das mit der Zeit wird noch eine spannende Komponente werden. Ich hoffe, da nimmt einen das Spiel auch später, wenn man dann frei unterwegs ist, ein bisschen an die Hand. Sonst wird es interessant. So. Na komm. So. Gärbehälter klein aus dem Ausrüstungsregal herausnehmen. Holen wir uns mal den Gärbehälter, ne? So, die Gärbehälter findest du hier. Gärbehälter werden in der Gärungsphase des Bieres verwendet, wenn die Hefe Zucker in Alkohol und CO2 umwandelt. Beachte den angebrachten Gärspund. Er dient dazu, dass CO2 entweichen kann und verhindert so, dass der Behälter explodiert. Ich habe es immer das pupsende Fass genannt. Das ist genau so ein Ding, wie ich auch habe. Ohne Scheiß, ich habe genau so ein Teil. Also meiner sieht exakt genau so aus. Genau so. Und da ist oben tatsächlich so ein Spund drauf, den rückst du drauf, damit das, wenn die Hefe gärt und so weiter, entstehen halt Gase. Und das drückt das Ding immer nach oben. Und da waren wir morgens, bist du in der Küche, ich habe das in der Küche stehen gehabt, weil da die Temperatur am besten gepasst hatte bei uns damals in der Bude. Und da bist du da morgens am Frühstück machen und schmierst wieder so ein Brot oder so und dieses Fass die ganze Zeit am Pupsen. Ich hab's immer, das waren unsere pupsenden Fässer. Ich habe zwei davon und beide standen halt in der Küche und pupsten da so vor sich hin. Ne, dann nehmen wir den mal raus, würde ich sagen, wa? Nehmen wir den mal raus. So. Ja, Hahn! Ist ja gut! Meine Güte, bist du laut! Jetzt habe ich einmal
Weil Kuren es sich gewünscht hat, ja? Also erstmal für diejenigen, die hier neu dabei sind. Das ist der Hahn. Der Hahn sagt uns immer Bescheid, wenn es Zeit ist, einen kleinen Break zu machen. Und jetzt habe ich einmal für Kuren, weil sie mal sagt, der Hahn ist so leise, habe ich jetzt einmal den etwas lauteren Hahn wieder rausgeholt. Und jetzt im Vergleich, diesmal ist er halt viel zu laut. Also keine Sorge, nächste Folge wird er wieder leiser sein. Aber wir machen dann jetzt an dieser Stelle erstmal einen kleinen gemütlichen Break. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Hoffe, ihr hattet soweit ein bisschen Spaß. Wenn euch das Ganze gefallen oder nicht gefallen hat, lasst entsprechende Däumlein da, Kommentare und Feedback natürlich sehr gerne unter Video posten. Und ansonsten sehen wir uns dann gerne gleich im nächsten Part wieder. Bis dahin, euch ganz viel Spaß beim Zocken. Tschüss, euer Blaufuchs.